Linz ist ein guter Boden für Oberösterreichs Leichtathletikasse. Die Landeshauptstadt bildet die zweite von 7 Stationen der Austrian Top Meeting Serie. 11 Tage nach der Midsummer Track Night in Wien geht es somit erneut auf österreichischem Boden um Limits für EM und Olympia, persönliche Bestleistungen und ÖLV-Rekorde. Im Sommer stehen mit der U23-EM, der U20-WM und EM gleich mehrere Nachwuchsgroßereignisse an, für die sich Österreichs Talente qualifizieren wollen. In der Oberbank Arena sind noch keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, nur Athleten, Kampfrichter und Betreuer dürfen zusehen. Die Hoffnung besteht jedoch, dass bei den nächsten Meetings auch Leichtathletik-Fans in die Arenen kommen dürfen. Für manche Sportlerinnen und Sportler bieten die Bewerbe in Linz den Auftakt in die Freiluftsaison. Zum Beispiel für Langsprinterin Susanne Walli von TGW Zehnkampf Union. Sie geht über die 300 Meter Distanz an den Start. Fertig! 300 Meter Frauen an den Armen, sie am Weg. Die 25-Jährige holte sich in der Vorbereitungsphase bei einem Trainingslager im italienischen Formia den Feinschliff für die Saison und das sichtlich erfolgreich. Walli dominiert ihren Lauf und verbessert mit 37,55 Sekunden ihre eigene ÖLV-Bestmarke aus dem letzten Jahr gleich um 37 Hundertstel. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. Es ist immer cool, wenn man mit einer Bestleistung die Saison eröffnet. Und ich habe mich schon sehr auf den Wettkampf heute gefreut und ich bin froh, dass mir das gelungen ist heute. Und was erwartet uns jetzt in den nächsten Wochen von Ihnen? Ja, also ich werde jetzt dann am 2.6. meinen ersten 400er laufen in St. Moritz bei einem coolen Meeting. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich da auch gleich meine Bestzeit verbessern kann oder zumindest einstellen kann. Und noch ein kleiner Rückblick. Wie ist denn Ihr Fazit zur Hallen-Europameisterschaft in Torun? Ja, es war insgesamt schon sehr positiv. Ich bin dort der Bestzeit gelaufen. Ich möchte allerdings in den nächsten Jahren schon auch von der Platzierung her weiter vorne sein und daran arbeiten wir momentan. Und wie schaut es generell aus in den nächsten Wochen? Welche Ziele haben Sie sich da gesetzt? Also mein Ziel ist es, dass ich meine 400 Meter Zeit verbessere und mich da in diesem World Ranking ein bisschen weiter nach vorne arbeite. Und deshalb werde ich auch relativ viele Wettkämpfe wahrscheinlich machen im Juni, damit ich eben da ein bisschen nach vorne rutsche. Und ist es gerade dieser Wettkampf-Spirit, der Sie da noch ein paar Prozent rauskitzeln lässt? Ja, ich denke schon. Es ist einfach das Coole an der Sportart, einfach die Wettkämpfe, für das trainieren wir ja auch. Und es ist immer sehr motivierend, wenn man dann in so einem guten Starterfeld, wie zum Beispiel nächste Woche, dann läuft. Und was sagen Sie zu der Veranstaltung hier? Die Bahn, die dürfte ja ziemlich gute Zeiten auch zulassen. Ja, total. Also ich bin, das ist mein erster Einzelwettkampf bei der neuen Anlage sozusagen. Und ich bin sehr zufrieden mit der Bahn und ich freue mich schon auf die nächsten Wettkämpfe da. Im Dreisprung der Männer setzt sich erwartungsgemäß Staatsmeister Philipp Kronsteiner durch. Und das, obwohl gleich 4 seiner 5 Versuche ungültig erklärt werden. Nachdem sein erster Sprung für eine gültige Weite von 15,48 Metern sorgt, riskiert er bei den weiteren Versuchen zu viel. Für den Sieg reicht es aber trotzdem. Jubeln darf aber auch der zweitplatzierte Jordan Lindinger Asamoah. Der Sportler von ATSV OMV Austal ist Jahrgang 2003 und einer der Senkrechtstarter der Leichtathletik-Szene. Er erzielt mit 15,0 Metern persönliche Bestleistung und überspringt die Norm für die U20-EM um einen Zentimeter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das EM-Limit jetzt endlich geschafft habe. Auch wenn es noch, weiß nicht, so früh von der Saison ist, aber jetzt nach diesen 2 Jahren, nachdem ich Leichtathletik mache, freue ich mich, weil das erste Jahr war halt verdammt schwierig und hat sehr viel Vorbereitungszeit auch gebraucht. Dass es jetzt geklappt hat, halt diesen Sommer, dass ich diesen Sommer da hinfahren darf, ist eine verdammt coole Möglichkeit für mich. Sie sind ja noch nicht so lange Leichtathlet. Also wie hat sich das in den letzten Monaten und Jahren entwickelt? Wie gesagt, im ersten Jahr war es verdammt schwierig und ich habe damals nur gehofft, dass ich im Sommer zu irgendeiner EM fand, war mir eigentlich auch egal, für was ich da das Limit bekommen hätte. Aber für mich ist halt verdammt cool, dass ich jetzt für Dreisprung mich qualifizieren konnte. Und ist auch noch nicht, das war auch noch nicht alles, was ich kann, das weiß ich. Und hoffe halt das Beste. Und wie fühlt sich das jetzt an, dass das Limit jetzt geschafft ist? Ist ein geiles Gefühl, weil ich weiß, jetzt kann ich entspannt weitermachen. Und es geht auch, glaube ich, noch weiter. Und ja, weiß ich, das ist ein gutes Gefühl und ich freue mich. Und welche Ziele haben Sie sich gesetzt, weitentechnisch? Was soll da jetzt noch kommen? Ja, der Sprung war eigentlich technisch nicht so gut, aber ich habe halt irgendwie die Geschwindigkeit halten können. War ein stabiler Sprung, aber
ich glaube halt, dass so die 15,50 sollte ich schon springen können und das hoffe ich, dass ich das bis zum Sommer irgendwie hinbekomme. Bei den Frauen setzt sich Lokalmatadorin Jana Schnabel von ULC Linz Oberbank durch. Sie erreicht 12,38 Meter und siegt damit vor Isabella Krims und Lucille Okafor. Im Speerwurf der Frauen fehlt mit Victoria Hudson Österreichs Topwerferin. Sie ist bereits fix für Tokio qualifiziert. Mit dabei ist jedoch Trainingspartnerin Patricia Madl. Die Athletin von Sportunion Igla Longlife hat zuletzt in Wien zweimal persönliche Bestleistung geworfen. In Linz holt sie sich mit 50,19 Metern hinter der starken Tschechin Nikolina Ogrodnikova Rang 2. Rang 3 geht an Noemi Luja. Ihr Wurf landet bei 44,27 Meter. Die Athletin von Union Pottenstein bleibt damit wie Madl unter ihrer Wienweite. Bei den Herren liegt der Fokus im 800-Meter-Bewerb auf Kevin Kamenschak von ATSV Linz Leichtathletik. Der junge Oberösterreicher ist einer der Shootingstars der Leichtathletik-Szene und peilt das EM-Limit über seine favorisierte Distanz an. Die Anfangspace ist schnell und letztendlich zu schnell. 25 Sekunden auf 200 Meter kosten zu viel Kraft. Auf der zweiten Runde muss das Lauftalent die Rechnung für den Turbostart begleichen. Mit einer Minute 54,01 Sekunden holt er sich zwar den Tagessieg, das angepeilte Limit verpasst er jedoch. Auf Rang 2 und 3 landen mit Leon Kohn und Elias Lachkowitz zwei Sportler von SVS Leichtathletik. Der absolute Topstar beim Oberbank-LAZ-Meeting ist mit Lukas Weiß-Heidinger jener Österreicher, dem in Tokio gute Medaillenchancen im Diskuswurf prognostiziert werden. Weiß-Heidinger, der den Spitznamen Lucky Luki trägt, konnte letzte Woche mit 68,4 Metern in einem Testwettkampf Jahresweltbestleistung werfen und zeigt sich auch auf heimischem Boden souverän. Der 29-Jährige von ÖTB Oberösterreich Leichtathletik siegt in Linz mit 64,46 Metern. Er kommt damit nicht ganz an den Wert von letzter Woche heran, weiß jedoch, wo er ansetzen muss. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich habe leider beim Abwurf 1,5 bis 2 Meter verloren. Da habe ich leider ein bisschen mit angezogener Handbremse geworfen. Aber das war schon das Einzige, was ich heute an der Technik ein bisschen kritisieren habe. Und von dem her sind 64 Meter heute voll in Ordnung. Weil die Konstanz in den Würfen, die war ja sehr gut. Ich habe, glaube ich, einen 66er noch gehabt und auch bei meinem Werfen einen 66er. Habe den aber dann im Wettkampf nicht holen können. Ich habe heute nicht wirklich so die spritzigen Beine gehabt, dass ich wirklich die EPS am Boden bringe und mich dann auch gut abfangen kann und dass ich dann sicher stehe und nicht übertrete. Das war halt, ja, das ist einmal so, das kenne ich schon aus der Vergangenheit. Da habe ich dann Probleme mit Abwurf und beim Abfangen. Aber gut, das kann im nächsten Wettkampf schon wieder anders ausschauen. Das Wichtigste ist, dass das Grundkonzept, das Grundgerüst gut passt und das hat ja definitiv passt. Von dem her habe ich nicht wirklich was zum Schlechtreden heute. Wie war es von den äußeren Bedingungen her? Weil es hat ja doch sehr schnell gedreht und sehr böig war der Wind. Ja, das war, wenn man kein Glück hat, da kommt ein bisschen Pech dazu. Wir haben von zwei Seiten halt werfen können und zwei Stunden vor dem Wettkampf haben wir dann uns entschieden, vom Hauptkreis zu werfen, weil der Wind eigentlich nicht da war, sage ich mal. Es war sehr windstill, haben wir gesagt, nehmen wir die Seiten. Und kurz vorm Einwerfen hat auf einmal der Wind genau von der falschen Seite aufgefrischt und ist dann immer mehr geworden und haben dann mit Rückenwind geworfen. Und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich für den Diskus. Aber auf das würde ich mir halt gar nicht wirklich ausreden. Wir haben die PS ein bisschen gefällt. Da weiß ich genau, wo ich die Meter liegen lassen habe. Und von dem her, ja, Wetter nicht ideal. Das heißt, was dürfen sich dann die Leichtathletik-Fans erwarten, wenn da sogar noch einiges drinnen ist? Das ist für mich jetzt ein einfaches Rechenspiel, wenn ich die PS am Boden bringe, sind noch 2 Meter leicht drinnen.
dann sind wir bei 66 und die Welt schaut schon ganz anders aus. Ja, Sie haben ja auch schon die Weltjahresbestleistung geworfen, erst letzte Woche. Was fehlt noch auf so eine Weite? Also was, das können Sie das bald wiederholen? Ich werde jetzt mit den Wettkämpfen weitermachen. Es ist jetzt dann St. Pölten, es ist dann Turku, es kommt dann Eisenstadt. Und da möchte ich mir einfach die Technik fixieren und stabilisieren und das dann Richtung Olympia immer stabilere und weitere Würfe ausschauen. Jetzt am Anfang des Jahres kann es einmal passieren, dass man nicht ganz spritzige Beine hat, eben wie es heute ist. Und das ist auch nicht einmal eine Sache, was man unbedingt dazulernen kann beim nächsten Wettkampf, gleich daran arbeiten und besser macht. Das ist einfach Tagesverfassung, das ist einmal so. Und ich gehe beim nächsten Wettkampf in St. Pölten wieder an das Ziel, 65 plus zu werfen. Und da muss man schauen, wie locker das eben geht und nicht wie verkrampft. Aber wie hat es Ihnen hier auch getaugt, mit Heimvorteil zu werfen? Ja, natürlich wäre es schöner mit Publikum. Das ist mir heute auch ein bisschen abgegangen. Das Anfeuern, die Energie, das merkt man schon, dass das ein bisschen fehlt. Von dem her freue ich mich auf die nächsten Jahre, wo dann wieder Publikum erlaubt ist und wo dann wieder richtig coole Stimmung ist wie in einem Hexenkessel. Und geht der Blick auch schon ein bisschen in Richtung Tokio oder ist es noch zu weit weg? Wann legt man dann einen vollen Fokus drauf? Der volle Fokus ist dann mit Juli, wo man dann wirklich den gezielten Aufbau für Tokio startet. Jetzt ist es so, natürlich macht man die Wettkämpfe für Tokio, um Selbstvertrauen zu sammeln, um wirklich die Sicherheit zu sammeln. Und da sind solche Wettkämpfe ganz wichtig, dass man die Stabilität kriegt, aber auch so kleine Fehler ausmerzt, wie es bei mir heute war. Das werden wir schauen, ob wir das nächste Mal besser machen. Und da sind solche Aufbau-Meetings ganz wichtig. Für die nächsten Wochen plant Weiß-Heidinger noch die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen sowie intensive Trainingseinheiten, um sich noch den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Tokio zu holen. Diskustalent Will Diebo, Jahrgang 2001, gelingt gleich mit dem ersten Versuch seine größte Weite. Der Wiener wirft 51,3 Meter, verpasst das U23-EM-Limit jedoch und wird hinter Weiß-Heidinger, dem Ungarn Robert Csikszentmihalyi und dem Tschechen Igor Gondor Vierter. Österreichs schnellste Sprinterinnen, Magdalena Lindner von Union St. Pölten und Ina Huemer von Sportunion Iga Longlife, wollen im Sprint über 100 Meter ihre starken Leistungen von der Midsummer Track Night bestätigen oder sogar noch toppen. Die Bedingungen in Linz sind dafür optimal. Die Bahn lässt schon in den Vorläufen Topzeiten zu. In den Finalläufen sorgt die Kombination von Wind und der guten Form der Athletinnen dann für Jubelstürme. Lindner gewinnt den Finallauf über 100 Meter mit persönlicher Bestleistung von 11,52 Sekunden. Der zweitplatzierten Hoemer gelingt mit 11,66 ebenfalls ein neuer Bestwert. Und das, obwohl sie auf den letzten Metern durch einen leichten Krampf gehandicapt ist. Alexandra Todt wird Dritte. Das breiteste Lächeln hat Siegerin Lindner. Ihre Form ist beeindruckend, die Gründe dafür sind vielfältig. Die Herren haben gut zugeschaut am Start. Lena Lindner, zunächst einmal Gratulation zu den 11,52. Das ist eine Zeit, die lässt sie übers ganze Gesicht strahlen, ist das richtig? Ja, definitiv. Also es war eine Zeit dafür, dass ich endlich wieder mal eine neue Bestleistung laufe. Die Bedingungen haben halt gut gepasst, also freut mich. Aber was war es jetzt genau? War es der gute Wind, war es die gute Bahn, war es die gute Tagesverfassung? Ja, Mischung aus allem. Ich bin gut, technisch gut gerannt heute. Der Wind hat passt, warm war es, die Bahn ist super. Das spielt dann alles eine große Rolle. Zuletzt im Wind haben Sie ja über die 200 Meter vor allem aufgezeigt, jetzt auch über die 100 Meter. Was dürfen wir uns da erwarten in den nächsten Wochen? Ja, hoffentlich nur schnellere Zeiten. Ich würde gerne den österreichischen U23-Rekord laufen, wenn es geht. Da fallen mir, glaube ich, nur mehr ein paar Hundertstel. Und auf 200 auch meine Bestzeit einfach ein bisschen nach unten drücken. Noch. Aber was macht jetzt momentan aus? Warum sind Sie körperlich in so einer absoluten Top-Verfassung? War es die gute Vorbereitung? Ja, wir haben richtig, richtig gut trainiert im Trainingslager heuer. Wir waren 2 Wochen in der Türkei, wo es richtig schön warm war. Haben dort die guten Bedingungen ausgenutzt, sowohl auf der Bahn als auch in der Kraftkammer. Und das bringt mir halt jetzt ein paar Hundertstel. Ist es auch vielleicht so, dass Sie ja, weil Sie das Limit schon gelaufen sind, das U23-Limit, gibt das einfach auch noch ein bisschen Sicherheit und nimmt ein bisschen an Druck raus? Ja, genau. Also ich kann jetzt jeden Wettkampf frei laufen, muss mir ums Limit keine Gedanken mehr machen. Spinne im Kopf viel freier und kann dann auch besser rennen. Und wie schaut es jetzt aus? Sie haben immer so ein Duell mit der Ina Huemer und Sie pushen sich da auch gegenseitig. Können Sie mir das ein bisschen beschreiben, diese Freundschaft und gleichzeitig den Konkurrenzkampf? Ja, also ich finde es ganz cool, mit der Ina immer eine gute Konkurrentin haben, nämlich bei jedem Meeting, was wir rennen, nachdem wir im Training auch rennen, ist es eigentlich ganz lustig, dass wir im Wettkampf auch uns so ein gutes Duell liefern, immer.
Bertel. Bei den Herren ist über 100 Meter Maximilian Münzger der Topfavorit auf den Laufsieg. Der Sportler von ULC Weinland duelliert sich mit Jakob Hinterholzer von Union Salzburg Leichtathletik und Klaus Grünbart von LAG Gimpel-Kausried. Münzger siegt in 11,01 Sekunden, Hinterholzer wird 700stel hinter Zweiter, Grünbart mit 900stel Rückstand Dritter. Über 400 Meter Hürden steht Nachwuchshürdensprinter Leo Köldorfer im Fokus. Er hat sich auf seiner Heimbahn bei seinem ersten Saisonrennen viel vorgenommen. Köldorfer will das Limit für die U23-EM unterbieten. Der Heimvorteil sowie die guten Wetterbedingungen spielen dem Athleten von ULC Linz Oberbank in die Karten. Er läuft hinter dem Slowaken Mati Baloch auf Rang 2. Seine Zeit von 51,65 Sekunden ist nicht nur persönliche Bestleistung. Köldorfer unterbietet das Limit für die U23-EM von 22,5 um fast eine Sekunde. Leo Köldorfer, 51,65 Sekunden persönliche Bestleistung. Wie ist das Gefühl nach dem Lauf? Ja, das ist echt super, dass ich gleich das Limit für die U23-Europameisterschaften im ersten Lauf abhaken habe können. Dass ich das dann auch gleich auf dem Heimplatz von meinem Verein, vom ULC Linz Oberbank, da in Linz machen habe können, ist natürlich nur was Besonderes. Und wie ist es jetzt zu dieser Superleistung gekommen? Also ich habe letztes Jahr meine Trainerin gewechselt. Die trainiert seit einem Jahr bei der Viola Gleiser in St. Pölten. Da haben wir jetzt viel an der Schnelligkeit gearbeitet und das hat jetzt einfach bezahlt gemacht. Und diese Zusammenarbeit, was kann das in Zukunft noch für Früchte bringen? Also ich fühle mich gut. Es ist echt super, dass ich jetzt schon mit einer persönlichen Bestleistung einsteigen habe können. Es war kein optimaler Lauf nur, also ich glaube, es geht Richtung U23-EM, gibt schon noch ein paar Schrauben, an denen man drehen kann. Und wie groß ist die Vorfreude auf die U23-EM? Ich freue mich schon richtig, auch nachdem eben, es doch eine kleine Unsicherheit gegeben hat, wann und wo die U23-EM stattfinden wird. Dass sie jetzt eben dann in Tallinn fix stattfindet, ist natürlich auch nochmal ein Motivationsschub. Und Sie sind ja Jahrgang 2001, also noch sehr, sehr jung. Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten Jahre gesetzt? Ja, in zwei Jahren ist nur mal U23-EM und da wird dann möglichst gut abschneiden, wenn es möglich ist, vielleicht sogar ins Finale laufen, aber das wird man dann in der Zukunft zeigen, was da möglich ist. Ebenfalls in bestechender Form zeigt sich Hürdensprinterin Beate Schrott. Beate. Bei der Midsummer Track Night in Wien ist sie bereits starke 13,16 Sekunden gelaufen. In Linz siegt sie mit einer Zeit von 13,20. Und auch sie hat noch Reserven. Ich bin sehr zufrieden mit den Zeiten. Super Saisoneinstieg. Ich kann wirklich glücklich sein damit. Und wie können Sie sich das erklären, dass Sie jetzt schon wirklich so tolle Zeiten laufen, konsequent? Ich habe damit nicht gerechnet, muss ich gestehen. Ich fühle mich noch nicht hundertprozentig in Form, aber ich habe extrem hart trainiert, gut trainiert und das hartes Training macht sich meistens bezahlt. Ja, was ist denn erst möglich, wenn Sie dann richtig in guter Form sind? Ja, die Form muss auch wirklich kommen. Das ist immer, das Timing muss stimmen, was man dann in der Saison trainiert, muss stimmen. Also so geritzt ist das gar nicht. Sie haben jetzt auch ja leider letzte Woche privat einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Ihr Verlobter Christian Taylor hat sich leider schwer verletzt, die Achillessehne gerissen. Ja. Wie sehr haben Sie damit gelitten oder können Sie mir Ihre Gefühle ein bisschen schildern? Es ist schrecklich. Es ist eigentlich fast schlimmer, als wenn es einem selber passiert, weil ja, er ist Titelverteidiger, also er ist Olympiasieger, amtierender und natürlich war es sein großes Ziel, dass er seinen Titel verteidigt. Hat auch jetzt 5 Jahre darauf hingearbeitet und die 5 Jahre sind wir gemeinsam gegangen und es zerbricht mir einfach das Herz, zu sehen, dass so knapp vor dem Ziel eigentlich der Traum vorbei ist. Aber wie gelingt es Ihnen dann trotzdem, sowas im Wettkampf auszublenden, wenn Sie selber dran sind? Er wollte, dass ich meinen Traum nicht jetzt aufgebe wegen ihm. Und zum Beispiel letzte Woche am Freitag den Wettkampf in Dessau, den habe ich wirklich für ihn gemacht. Ich bin nachher sofort in den Zug gestiegen und zu ihm gefahren. Ich bin heute auch, er möchte halt einfach, dass ich weitermache, weil ich auch lang darauf hingearbeitet habe. Und ich fahre jetzt auch sofort im Anschluss zu ihm und hole ihn nach Österreich zurück mit dem Auto. Man muss sich leider konzentrieren, es hilft eh nichts. Aber was erwarten Sie sich selbst noch in den nächsten Wochen? Eine Formsteigerung, auf jeden Fall. Also ich möchte so unbedingt wieder unter 13 Sekunden laufen und wenn einmal die Bedingungen wirklich gut passen, also ich hoffe wirklich in St. Pölten kommende Woche, dass die Bedingungen gut sind, dann glaube ich, dass ich es drinnen habe. Nicht restlos zufrieden sind hingegen ihre Konkurrentinnen.
Mehrkampf-Aushängeschild Verena Breiner von Union Ebensee startet mit 14,13 Sekunden in ihrer Olympiasaison und wird Sechste. Karin Strametz läuft mit 13,61 Sekunden hinter Schrott und der Tschechin Helena Jeranova auf Rang 3. Karin Strametz, Einstieg in die Freiluftsaison. Wie lautet Ihr Fazit? Ich bin jetzt mit der Zeit nicht mega zufrieden. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach die Läufe, dass ich wieder reinkomme. Ich werde einfach jedes Rennen mitnehmen und schauen, dass ich die Zeit wieder runterdrücke. Es waren jetzt 13,61 Sekunden. Was ist denn gefühlt möglich in den nächsten Wochen für eine Entwicklung bei der Zeit? Wir haben 13,25 Bestleistung und Ziel ist es auf jeden Fall, an die 13 Sekunden ranzukommen und ja, das eben im jeden Lauf dann zu probieren. Die Beate Schrott hat jetzt in Wien schon ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln können in der Freiluftsaison. Ist das was, wo man sieht, eben, was diese Wettkampferfahrung bringt? Ein Wettkampf mehr oder weniger wird es nicht mega ausmachen. Es ist einfach die Summe dann, wenn man viele Wettkämpfe läuft, dass man die Technik einfach stabilisieren kann und wirklich von Lauf zu Lauf an draufdrücken kann. Ist natürlich super, je mehr man hat, aber ich glaube, einer mehr oder weniger ist jetzt nicht das große Problem. Aber trotzdem gibt es viele Wettkämpfe in Österreich. Ist das ein Vorteil, wenn man sich da so an nah beieinander liegenden Orten vorbereiten kann? Ja, natürlich, man spart sich halt die Fahrzeiten. Aber es ist natürlich cool, wenn man internationale Konkurrenz hat. Und hat man jetzt heute leider nicht so gehabt, aber ich glaube, dass es bei den anderen Top-Meetings besser sein wird. Und wie schaut jetzt Ihr Fahrplan für die nächsten Wochen aus? Mein nächster Wettkampf wird eben in St. Pölten sein, dann in Eisenstadt. Und jetzt geht es eigentlich bis Mitte August jedes Wochenende zum Wettkampf. Über 110 Meter Hürden der Männer siegt erwartungsgemäß Lorenz Ursprunger von LCA Undasch am Stetten. Mit 14,94 Sekunden verpasst er jedoch das angepeilte U23-EM-Limit. Zweiter wird Konstantin Beiser, dritter Max Rummler. Im Stabhochsprung liefert Lisa Gruber von LAC Amateure Steyr eine weitere Talentprobe ab. Die blutjunge Athletin, sie ist Jahrgang 2004, überspringt in Linz die 3,75 Meter Marke. Das reicht am Ende für Platz 2, weil eine internationale Konkurrentin über sich hinauswächst. Nathalie Kofler knackt mit 4,15 Metern das EM-Limit. Das sorgt für große Emotionen. Die Italienerin hat starken Österreich-Bezug. Nathalie Kofler, gratuliere. 4,15 Meter persönliche Bestleistung. Ist Linz ein guter Boden für Sie? Auf alle Fälle. Ich habe da letzte Woche ein Trainingslager gemacht und habe mich super gefühlt da. Und da jetzt die Bestleistung zu springen, halte ich echt super. Und Sie jetzt in Österreich als Italienerin, haben Sie sich ein bisschen verliebt in das Land? Ja, auf alle Fälle. Also ich bin wegen dem Studium nach Innsbruck gezogen und mit dem Thomas seine Bedingungen wirklich optimal zu trainieren. Und da wir haben eine Halle, was wir in Südtirol nicht gehabt haben und haben wir können den ganzen Winter eben super Konditionen trainieren und echt, das war spitze. Das heißt, die österreichischen Leichtathletik-Fans dürfen sich da zu Recht mit Ihnen mitfreuen? Natürlich, gerne. Und welche Ziele haben Sie sich jetzt für die Zukunft gesetzt? Also mein Ziel für diese Saison war 4,15 Meter, jetzt natürlich geht es noch weiter hinaus und einfach eine sehr, sehr gute Höhe oder Platzierung bei den Europameisterschaften in Tallinn zu machen und das wäre mein Ziel. Und genau. Wie groß ist die Vorfreude auf Tallinn? Auf alle Fälle sehr, sehr groß, also ich kann es kaum erwarten. Große Leidenschaft, erbrachte Limits, persönliche Bestleistungen und sogar ein neuer ÖLV-Rekord. Das Fazit des Oberbank-LAZ-Meetings in Linz fällt äußerst positiv aus. Ich würde sagen, also zwei Nachwuchslimits kann man sehen lassen, das ist wirklich gut. Und die Beate sehr stark rennt, 13,20 auf die Hürden. Der Luki hat ein bisschen mit Rückenwind zu kämpfen gehabt, aber 64,34 ist auch gut oder 64,46. Ich würde sagen, ein gutes Meeting früh in der Saison und gute Leistungen. Und natürlich auch die Bestleistung über 300, österreichische Bestleistung von Susi Walli ist natürlich auch noch zu erwähnen. Ja. Sind diese Highlights so zu erwarten gewesen oder war das heute doch ein bisschen überraschend? Die Bahn dürfte sehr schnell gewesen sein. Nein, ich glaube, das sollte schon erwartet werden, weil wir müssen ja die Limits jetzt früh bringen und es ist nicht mehr so viel Zeit. Deswegen glaube ich, das konnte man erwarten und wir freuen uns natürlich, wenn es gute Leistungen gibt. Und jetzt natürlich als Trainer von Lukas Weiß-Heidinger da die Frage noch dazu. Was erwarten Sie sich von ihm in den nächsten Wochen? Na, jetzt ist wichtig, dass wir international auch noch ein paar Auftritte haben. Jetzt gestern ein Wettkampf dazukommen in Turku noch, in Finnland. Und dann Schweden wieder die Diamond League in Stockholm werfen.
Wichtig ist trotzdem, dass man jetzt die Form ein bisschen ausprägt, noch einige Wettkämpfe macht und aber früh genug dann wieder trainiert dann für die Spiele, weil es ist dann schon nochmal eine Trainingsphase im Juli. Je nachdem, wie sich die Lockerungen in den nächsten Wochen entwickeln, werden hoffentlich auch bald wieder Zuschauer in den Stadien dabei sein dürfen, in den Leichtathletik-Arenen. Wie sehr pusht das die Sportler nochmal? Das ist sicher sehr ungewohnt, weil der Luki ist natürlich ein Stimmungswerfer und gerade da in Linz würden einige kommen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das auch zu üben, weil definitiv in Tokio werden wir keine Zuschauer haben. Und wahrscheinlich ist das eine ganz gute Übung. Und wenn Sie jetzt noch einen Wunsch hätten so für die nächsten Wochen, wie sollten die laufen? Das Wichtigste ist einfach gesund bleiben. Die oberösterreichischen Athletinnen und Athleten konnten ihren Heimvorteil nutzen. Vor allem bei den Laufbewerben haben sich Bahn und Wetter von ihrer besten Seite gezeigt. Günter Weidlinger, das Wetter hat Gott sei Dank durchgehalten. Wie glücklich sind Sie darüber und wie glücklich sind Sie auch über die Leistung der Sportler heute? Ja, das Meeting hat ja mit traumhaftem Wetter gestartet. Jetzt am Ende ist es ein bisschen frisch und windig geworden, aber im Grunde genommen muss man sagen, haben wir ein tolles Meeting hier in Linz absolviert und durchgeführt. Wir sind mit den Leistungen natürlich sehr zufrieden. Wir haben 3 internationale Limits geschafft, 2 Österreicher und 1 Südtirolerin. Und wir haben eine österreichische Bestleistung von der Susi Walli über 300 Meter gesehen und ich glaube, da kann man sehr, sehr zufrieden sein mit diesem Meeting. Was hat es da mit der Bahn auf sich? Die dürfte richtig schnell sein. Ja, wir sind froh, dass wir so eine schnelle Bahn haben, aber auf der anderen Seite eine gute Trainingsbahn haben, weil auf dieser Bahn trainieren ja unsere oberösterreichischen Topathletinnen und natürlich auch die österreichischen Topathleten sind da herzlich willkommen bei uns im LAZ. Ja, wir haben eine tolle Bahn bekommen und wir freuen uns, dass wir die auch richtig gut nutzen können und dass die Athleten das auch schätzen, dass wir diese Anlage haben und gerne zu uns kommen nach Linz für die Wettkämpfe. Wie groß ist Ihre Freude, dass mit Lukas Weiß-Heidinger in Oberösterreich die rot-weiß-rote Fahne dann in Tokio vertreten wird? Ja, es ist natürlich riesengroß, dass der Luki da mit dabei ist und nicht nur mit dabei, sondern ein Medaillenanwärter ist. Wir haben aber auch natürlich die Verena Breiner mit dabei und wir freuen uns über alle anderen Nachwuchsathletinnen und Athleten, die uns international vertreten. Ich glaube, Oberösterreich ist wirklich eine Leichtathletik-Hochburg und kann sich sehen lassen und ja, auf das freuen wir uns und das ist auch unser Anspruch als Landesverband, dass wir diese Athleten dementsprechend gut unterstützen. Die Chance auf weitere Ausrufezeichen haben Österreichs Leichtathletinnen und Leichtathleten bereits bei der 3. Station der Austrian Top Meeting Serie am 3. Juni in St. Pölten beim SU Lise Prokop Memorial.